Hallo, willkommen zu meiner neuen Serie Datenaufbereitung mit SQL. Und als erstes möchte ich das Programm MySQL Workbench mir holen. Das ist für Windows-Nutzer relativ einfach von der Webseite herunterzuladen. Für mich mit Linux Mint, ich muss einen kleinen Umweg gehen. Aber MySQL Workbench ist einfach ein Programm, mit dem ich SQL machen kann, aber wo ich mir Tabellen einfach auch schön grafisch aufbereiten kann, also Datenbanken grafisch aufbereiten kann und so sehr schnell die Beziehungen zwischen den Tabellen nachvollziehen kann, um meine Queries zu bauen. Als erstes brauchen wir für Linux Mint dieses Ubuntu Debian Architecture Package, das man sich bei der MySQL-Entwicklerseite herunterladen kann. Das sorgt dann dafür, dass man die richtigen Quellen hat. Hier, kleine Falle, nein, man muss sich nicht bei Oracle registrieren, um das zu nutzen. Man kann einfach hier unten auf diesen Link klicken. Dann hat man die Datei heruntergeladen, hat dann dieses Programm apt-config. Wie immer Passworteingabe, damit das System eben vor ungewollten Installationen geschützt ist. Ja, und wie immer schaffen sie es, irgendwie eine komische Konfiguration bei der Installation zu lassen. Okay, also ich möchte Ubuntu Focal. Das liegt daran, dass ich ein Linux Mint 20.3 habe, das auf Ubuntu Focal aufbaut. Wenn man das nicht weiß, bisschen googeln, Linux-Version, also Ubuntu-Version Linux Mint 20.3 oder sowas, und dann kann man das herausfinden. Next, MySQL 8, ja, das ist die aktuelle Version, MySQL 8. Next, 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 hä, was machen die? Ja, hier verbirgt sich jetzt das Okay. Ah, okay, next. Gut. Und jetzt habe ich den apt-config. Was macht der? Anwendungspaketquellen. Wenn ich da auf zusätzliche Paketquellen klicke, dann sehe ich, dass ich hier auf einmal neue Repos drin habe, die von der offiziellen MySQL-Seite stammen und für Ubuntu Focal eben sind. Das heißt, ich kann jetzt hier wunderbar hineingehen. So, sudo apt update. Ich habe neue Paketquellen, das heißt, ich sollte die auch einlesen. Sudo apt search workbench. Und da ist sie schon, die MySQL Workbench. Sudo apt install MySQL Workbench. Ja, das würde auch über eine grafische Oberfläche gehen. Die gibt es ja hier mit Anwendungsverwaltung, kann man suchen, ob es da drin ist oder in der Paketverwaltung. Also diese ganzen Geschichten kann man auch in der Grafik machen, aber eigentlich geht es so viel einfacher, als ewig rumzuklickern und durch die Gegend zu suchen. Aber wer das nicht möchte, nutzt einfach die anderen Wege, Paketverwaltung, Anwendungsverwaltung. Habe jetzt nicht überprüft, ob es in beiden zu finden ist. In einem von beiden wird es auf jeden Fall zu finden sein. Und schon habe ich meine MySQL Workbench. Jedes Programm kann man auch aus der Bash starten. Okay. Und alles, was ich jetzt noch bräuchte, ist eben eine Datenbank. Weil im Augenblick habe ich halt hier noch keine MySQL Connection. Aber die MySQL Workbench ist schon mal installiert. Ist schon mal gut. Das ist der Designer. Das ist die Beispieldatenbank, die Sie drin haben, wo man hier wunderbar sehen kann, welche Beziehungen zwischen den
Tabellen sind und wenn ich über diese Linie fahre, dann sehe ich auch noch die IDs hervorgehoben. Also dadurch kann ich dann wirklich sehr schnell mir so eine Datenbank erschließen. Da werden wir sicherlich einige Beispiele sehen. Aber wir brauchten ja noch eine Datenbank. Das heißt, das beenden wir mal kurz. So, sudo install Maria apt search. Weiß jetzt nicht genau, wie es geschrieben wird. MariaDB Database Client Database Server. Sudo apt install MariaDB Server. Und dann installieren wir uns eben jetzt auch nochmal eine MySQL-Datenbank, dass wir, also eine MariaDB, ist der gleiche Entwickler, der hat MySQL an Oracle damals verkauft gehabt, dann irgendwann keine Lust mehr auf Oracle gehabt und macht jetzt MariaDB weiter. MySQL ist nach seiner ersten Tochter Mai benannt, Maria nach seiner zweiten Tochter. Von daher, es macht keinen großen Unterschied. Die Workbench arbeitet mit beiden Datenbanken. Von daher kann man sich da auch die MariaDB holen oder eben die MySQL von Oracle. Macht, wie ihr wollt. Im Endeffekt muss ich halt einen Server installieren. So. Ja, sudo. Okay. Passwort. So. Remove anonymous users. Wurscht. Ja, mach sie weg. Remote Login brauche ich nicht. Ja. So, klappt's jetzt? So, jetzt habe ich etwas länger gebraucht, um mal zu gucken, was es sein könnte. Und hier wird gesagt, Update mysql.user set plugin ist gleich mysql native sword where user ist gleich root und schon schreiben wir unsere ersten SQL-Befehle. Wir wollen eine Tabelle updaten, nämlich mysql.user. Wollen hier etwas setzen, wo der User root ist. Und wieder den Strichpunkt vergessen. Show Databases. MySQL show tables. Select Stern from users. Na? User. Aber die Darstellung ist halt so nicht sehr schön, ne? Und hier ist das MySQL Native Password.
was wir hier eingetragen haben. In die Spalte Plugin. Also hier. In die Spalte haben wir das hier eingetragen mit dem Update-Befehl. Aber hier sind doch auch überall alles auf Yes. Temptl Restart MariaDB. Ui. Na also. Okay, dann war es das tatsächlich, dieses Problem, dass da das Plugin eingetragen werden musste. Oh, so. Genau. Und jetzt bin ich hier in der Local Instance. Und hier kann ich jetzt SQL-Skripte ausführen. Datenbanken anlegen, alles Mögliche. Und wie das geht, das machen wir dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.